Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der EasyGoing GmbH. Jetzt gibt es noch ein Update vom Jumper und zwar sind da beinahe alle Karosseriearbeiten abgeschlossen. Beim letzten Mal haben wir ja besprochen, welches Innenraumkonzept das einmal umgesetzt werden soll und welche Features das mit sich bringt. Da könnt ihr euch das letzte Video in der Playlist gerne anschauen. Wir verlinken es euch da oben. Seit dem letzten Mal ist trotzdem schon einiges passiert und das schauen wir uns jetzt an. Wir gehen kurz rund ums Fahrzeug, denn die meisten Karosseriearbeiten sind abgeschlossen. Von weitem erkennbar das Schlafdach SCA 212. Ich bin noch nie vor so einem riesen Auto gestanden und schon gar nicht an, das wir produzieren bzw. veredeln. Es ist schon imposant, wenn so ein L2H2 nur mehr ein Schlafdach oben hat und offen hat, das Ding wird einfach massiv. Auch wenn er nicht so lang ist und kompakt bleibt, aber wenn er vor dir steht, ist das schon beeindruckend. Wir haben das Schlafdach schwarz-matt lackiert, sodass das einfach gut zum späteren Design passen wird. Am Design arbeiten gut. Wenn wir weiter ans Fahrzeug herantreten, dann sehen wir die Dometic S7 Ausstellfenster. Die sind schön schlank, haben eine sehr flache Optik und passen unserer Meinung nach perfekt zu diesem Fahrzeug. Im hinteren Bereich haben wir ebenso zwei Heckluken für die Belüftung im Van und auch für das, dass ich mal vom Bett aus hinausschauen kann. Da ist es so, dass wir auf ein Echtglasfenster gesetzt haben. Da werden wir mal schauen, wie das performt und ob sie das dann in der Serienfertigung durchsetzt. Im Allgemeinen ist es so, dass jetzt dort natürlich sehr viel ausprobiert wird, um dann bei den nächsten Modellen immer wieder Verbesserungen mit einzubringen. Für uns ist es einfach wichtig, nie stehen zu bleiben und da immer das Gelernte wieder in das Neue reinzubringen. Auf der anderen Seite haben wir ebenso das Ausstellfenster bereits montiert. Und ja, das sind eigentlich schon alle Karosseriearbeiten, die wir am Fahrzeug machen. Kann sein, dass noch das eine oder andere Entlüftungsventil etc. Vielleicht Platz haben muss, aber das sehen wir dann, wenn es weiter Richtung Technik geht. Dann werfen wir, hätte ich gesagt, nur einen Blick ins Innere. Wie man sieht, es wird fleißig daran gearbeitet. Wenn wir sie im Innenraum anschauen, was bereits passiert ist, dann sehen wir die Schalldämmung mit Alubutyl. Als nächstes kommt da Armaflex drüber, um auch die Wärmedämmung zu gewährleisten. Und dann gehen wir eh schon an die Elektrik. Das Verlegen der Leitungen kommt dann sozusagen im nächsten Schritt. Beim Boden ist es so, dass auch hier im nächsten Schritt der bestehende Boden rausfällt und das Schienenbodensystem, das wir auch im letzten Video schon kurz angeteasert haben, verbaut wird. Das wäre dann sozusagen schon mal die Basis dafür, dass wir mit der Möblierung des Fahrzeugs beginnen können. Ein weiteres Highlight im Jumper sind unsere selbst gestalteten Sitze. Wir haben da die Originalsitze aufpolstern lassen von einem Spezialpartnerbetrieb von uns und haben da schon unseren Loden reingebracht. Hier unser Logo eingestickt, weiße Ziernähte. Wir finden, es schaut gut aus und sitzen. Tut mir auch super gemütlich. Hier sieht man es schon, die Drehkonsolen sind auch bereits verbaut. Hier setzen wir auf ein absolut neues Produkt von unserem Partner 23 Tech. Die Konsolen werden bald bei uns im Webshop sein und sind einfach qualitativ die besten, die wir bisher gehabt haben. Kein Knarzen, kein Quietschen. Und die Drehung des Sitzes ist einfach furchtbar einfach und funktioniert perfekt. Die Durchstiegsluke für das Schlafdach. Hier oben, wie gewohnt, eine 8 cm dicke Matratze und einen darunterliegenden Tellerfeder-Lattenrost. Schlafen tut man fast auf der Dachhaut vom Fahrzeug. Zum Durchsteigen hat man hier sozusagen diesen Ausschnitt. Mit im Lieferumfang ist natürlich eine Leiter, sodass das Ganze dann ein bisschen leichter zu besteigen ist und nicht über die Euroboxen funktionieren muss.
Wobei man hier wieder mal die Multifunktionalität unserer Euroboxen sieht. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und verfolgt das Projekt, uns tat's gefreien. Lasst uns ein Abo da und wir sehen Sie bald wieder. Pfiat euch!